Wir haben diese Gelegenheit natürlich gleich genutzt, um im Landhaus zu bleiben. Und ich darf jetzt mit Kommerzialrat Franz Wagner parlieren, sage ich jetzt mal, über das Landhaus an sich und seinen beruflichen Werdegang. Also, wir haben uns im Landhaus eingefunden. Das einzige Haubenlokal im direkten Amstettener Umfeld, nicht im Bezirk, das Sie mit Ihrer Gattin betreiben. Wie kam es da eigentlich dazu? Weil ich kann mir vorstellen, viele Unternehmer kennen Sie aus einem ganz anderen Metier. Ja, die Frage ist gerechtfertigt. Wie kam es dazu? Ich bin in der Nachbarschaft geboren und habe dieses Haus ja immer gekannt. Und mich hat eigentlich die Würde dieses Hauses, diese wunderschönen Gewölbe, die Tradition, die mit dem Haus verbunden ist, imponiert. Und wie das Haus wieder mal leer gestanden ist und nachher den Betreiber gesucht hat, habe ich mir gedacht, warum sollte man es nicht probieren? Und das war so der Sprung ins kalte Wasser. Ja, es waren viele Sorgen, es waren viele Aufgaben zu lösen. Ja, und heute ist es das, was wir eigentlich jetzt zeigen können. Ein gut geführtes, glauben wir, traditionelles Landwirtshaus mit einem hohen Niveau von der Küche bis zum Service. Und wir bemühen uns natürlich auch hier für die Region entsprechend ein Aushängeschild zu sein. Jetzt auf Ihren Werdegang zurückkommen. Sie bieten hier Top-Qualität in vielen Bereichen. Das Haus bekocht nicht nur so gut, es gibt auch Seminarräumlichkeiten, es gibt auch Zimmer etc. Aber 1981 haben Sie die Wagner Versicherungsmakler GmbH gegründet. Ich kann mir vorstellen, das war damals schon was Außergewöhnliches. Da hat es normalerweise nur Versicherungsagenten der hiesigen Betreiber gegeben. Wie war das damals? Ein Novum? Es war sicher ein Novum. Es war, wie soll ich sagen, vielleicht aus der Situation heraus, weil ich mit meiner Situation als Angestellter nicht zufrieden war. Es war vielleicht auch im Unterbewusstsein bereits der Drang zur Selbstständigkeit. Und ich habe das irgendwo gelesen und von einem Bekannten erfahren, dass man Versicherung auch als Selbstständiger betreiben kann. Nicht als Versicherer, sondern als selbstständiger Vermittler. Und das hat gereizt, nicht nur einen Versicherer zu vertreten, sondern die gesamte Palette, die die Branche anbietet, dem Kunden darzustellen. Diese Branche, von der wir sprechen, die Versicherungsbranche, hat sich sehr gewandelt in den letzten 3 Jahrzehnten. Also die Wagner Versicherungsmakler GmbH ist ja dann auch expandiert in die Vero AG, sage ich jetzt mal. Wie arg war diese Branchenveränderung? Für mich ist das nicht so bewusst gewesen, weil ich eigentlich ja jeden Tag das Geschäft betrieben habe und die Veränderung ist ja nicht von einem Tag auf den anderen durch eine legislative Vorgabe oder irgendetwas von außen passiert, sondern es war wahrscheinlich schon im Laufe der Zeit eine Entwicklung, so wie halt viele andere Dinge sich in der Wirtschaft auch weiterentwickelt haben, die uns auch betroffen hat. Und eines Tages war für mich halt die Erkenntnis, dass ich für die Zukunft nachdenken sollte, wie geht es irgendwann weiter. Und da ist eben diese Gelegenheit, mit anderen Versicherungspartnern, Versicherungsmaklerkollegen beziehungsweise auch mit einigen Leuten, die außerhalb unserer Branche waren, die aber Interesse gehabt haben, hier dabei zu sein, etwas Neues auf die Füße zu stellen. Und so ist Vero entstanden. Dieser Teil Ihrer Laufbahn war sehr erfolgreich, darf ich jetzt mal sagen. Aber zurück zu den lokulischen Genüssen hier im Hause oder auch den optischen. Das Haus ist ja wirklich wunderschön. Es ist auch sehr geschichtsträchtig und alt. Ja. Was schätzen Sie da mehr, die Gewölbe im Keller, die geschichtsträchtigen oder den guten Wein, der dort lagert? Die Gewölbe sind das eine, das kann man ansehen. Nur zum Genießen ist nicht nur der optische Genuss, sondern natürlich auch der körperliche Genuss. Und es macht schon Freude, auch diese vielen schönen Weine, die wir so das ganze Jahr hindurch immer wieder angeboten bekommen von Winzern, von Händlern, dass man die auch verkosten kann. Und Wein zu trinken ist sicherlich eine Leidenschaft, der ich nicht abgeneigt bin. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht leichter wäre, ob der geografischen Position Stift Adacker, wenn Sie näher zu Linz wären oder zu einem Ballungszentrum, ein Haubenlokal zu betreiben. Das ist ja nicht einfach. Da muss man ja Top-Qualität in jeglichen Bereich bieten. Wie schafft sie das? Ja, es ist einerseits natürlich der Einsatz. In erster Linie meiner Frau, die ja hier als Geschäftsführerin fast einen 24-Stunden-Job erledigt. 366 Tage, möchte ich fast sagen, im Jahr. Ja, aber zurück zur Realität. Es ist unser Einsatz, aber natürlich unbedingt notwendig auch unser Personal. Hätten wir nicht so qualifizierte und gute Mitarbeiter, würde das alles nicht möglich sein. Und das fängt natürlich an beim Küchenchef, das geht über den Serviceleiter, aber es endet auch nicht beim Abwäscher, sondern es ist eigentlich jeder für dieses Uhrwerk so notwendig. Und egal in welcher Funktion jemand hier im Haus ist, wenn etwas passiert, dann merkt man sofort, hier ist eine ganz wichtige Funktion wieder nicht besetzt gewesen. Und wenn eine Glühbirne nicht brennt, dann ist das für
die Optik nicht passend. Und das ist genauso wichtig, als dass also die Speisen perfekt zubereitet werden. Jetzt erwartet man sich vielleicht bei einem Home-Lokal ganz extrem abgehobene Preise. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Was mir sehr gut gefällt, sind so Marketing-Tools wie ein Menü für die unter 40-Jährigen, quasi zum Einsteigen in die Gourmet-Szene. Wie seid ihr denn auf das gekommen? Ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich also auch immer wieder mit neidischen Augen an manchen Lokalen vorbeigefahren bin und gedacht, das muss sehr teuer sein, wäre aber interessant, das zu kosten. Und so wollen wir eigentlich für Leute, die in der Jugend auch Interesse haben bereits, sich gut bekochen zu lassen, unsere Möglichkeiten zeigen und haben gesagt, wir bieten hier ein spezielles Junggourmet-Menü. Und das wird sehr gut angenommen, was uns persönlich viel Freude macht. Das ist ein absoluter Geheimtipp, kann ich sehr empfehlen. Sie haben Fiedorf, glaube ich, schon in den Mund genommen. Sie sind aus Fiedorf, Sie waren politisch aktiv, haben den Ehrenring der Gemeinde und sind auch Kommerzialrat, wie man schon gehört hat. War es Ihnen wichtig, aktiv damit zu mischen und nicht nur aus der Ferne zu beurteilen, wie es so viele gerne tun? Es ist immer interessant, etwas hautnah zu erleben und auch Politik zu machen. War für mich immer interessant zu wissen, wie funktioniert eigentlich dieses Land, wo kommt das Geld her, wie wird das Geld verwendet, welche Möglichkeiten hat man eigentlich. Und so habe ich also gedacht, das wäre interessant und habe mich am Anfang also bemüht, in der Gemeinde eine entsprechende Funktion zu bekommen, was mir auch gelungen ist. Ich durfte also jahrelang die Bauverhandlungen für unsere Gemeinde in Fiedorf abwickeln. Ich war dann in der Wirtschaftskammer 10 Jahre als Vorsteher bei den Versicherungsmaklern und das waren tolle Herausforderungen. Sehr aufwendige Jobs, aber keine Minute möchte ich missen. Last but not least muss ich Sie natürlich fragen, was essen Sie denn am liebsten da in Ihrem Handlandhaus? Da werden Sie vielleicht jetzt enttäuscht sein. Der Franz Wagner isst am liebsten das Schnitzel und das vom Schwein. Und als Zweites schmeckt ihm immer noch ein gutes Bauerngesöchtes. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für das Lockere. Und ich hoffe, wir treffen uns noch öfters hier in Ihrem Lokal. Und das darf ich auch unseren Sehern und Unternehmern ans Herz legen, die uns jetzt zugesehen haben.